Auf zur nächsten Tanke. So. Wie weit ist die jetzt weg? 572 Meter. Das ist ordentlich, Alter. Das ist ordentlich. So, okay. Na, ich fahr mal nach Wegspur. Oder nach Wegpunkt, besser gesagt. Oha, oha. Okay, alles klar. Was? Hm? Schickt er mich woanders hin? Moment. Okay, hier will ich mal ein bisschen vorsichtiger durchfahren. Außer euch Penner. Sehr schön. Ein Hattrick. 3 auf 1. Okay. Oh, steile Straßen hier. Lori, ich weiß nicht, bist du eine Falle? Du bist doch eine Falle, oder? Na gut, okay, komm, wir probieren's. Was ist los, Lori? We were driving to the lifeguard tower when something jumped in front of the car. Ja. John lost control and we crashed. He's still there, trapped inside the car. Oh, you have to help me get him out, please. Na komm, wir machen sure. das schnell. Mhm. Oh, thank you. Quickly, over here. Na los, dann auf geht's. Und wehe, das ist eine Falle, Fräulein. Kannst dich auch frisch machen. Ich geh ein paar auf den Arsch. So, okay, die Machete hält hoffentlich noch ein bisschen. Oh, scheiße, okay. Ja, nee. Dann. Okay, dann brech ich mal die Tür erstmal auf. Oh, nee, 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 nee. Hm? Wo sind sie denn? So, weil wir müssen definitiv erstmal die Zombies hier töten. Ah, hier oben sind sie, okay. So, habt da. Ist, kommt da jetzt oder was? Ich hab da hier eine Ewigkeit. Okay. War's das jetzt? Please be careful. Ja, mit. Okay. Nee, okay, alles klar. Wir müssen tatsächlich erstmal alle Wellen hier töten. Vielleicht von hier unten. Aha. Monster! Huh. So. Okay, die Tür hat sich fast bewegt. Versuch es noch einmal. Alles klar. Okay, also wir mussten tatsächlich wirklich erst hier die beiden Mini-Wellen abwarten. So, Linwood, gib alles. Sehr schön. Linwood, Alter. Oh, so ein Fashion-Haarschnitt, Alter. Muss schon rauskommen. Also man muss es doch wollen. Thank goodness. John, John, you're gonna be okay. Here, take what you need out of the trunk. Whatever you want. Okay. Und hier haben wir eine Brechstange drin und ein mittleres Medikit und das war's. Na gut, okay. Alles gut. Macht's gut, ihr Lieben. Kommt doch zum Rettungsschwimmerturm. Ach, weiß ich nicht. Oh. Gut. Wir verlassen den spielbaren Bereich. Schnell wieder zurück, bevor wir hier was abkriegen. Oh, was haben wir hier? Ach, ah, Schnellreise. Zur Arena-Lobby. Okay. Ah, hier kannst du quasi PvP machen. Interessant. Und schon wieder wollte ich auf der falschen Seite einsteigen. Es ist ein Graus. Ah. Okay. So, auf zur nächsten Tanke. Tucka, tucka, tucka. So ein bisschen Mucke hier in den Kahn wollen wir echt bringen. Oh, was ist mit euch? Aber Volltreffer gewesen. Fast. Dankeschön. So, wird sich hier mit Badekappe oder was?
Verkehrsstau. Mhm. Okay. Schön. Schön. Aufstieg. Fantastisch. Hey, we need to talk. Ja, das können wir gerne machen, mein Bester. So, loote mal noch schnell das Pack hier draußen. So. Was hast du denn? Harlan. Found some wheels, but damn, something's wrong with the engine because I didn't get very fucking far. I knew I had to get inside somewhere fast and came up on this place, but phew, it's locked up tight in a nun's asshole. Sehr bildlich, sehr bildlich. Could you see if there's another way in? I'm sure there's all kind of crap we might find useful okay. in there. Okay, ja, möchte, dass ich in sein Haus einbreche? All right. Und nützlichen Stuff rausholen okay. in sein Haus. I'll wait here by the front. Watch yourselves. Who knows what you'll find in there? Sure don't smell too pretty. Also, wie gesagt, das Spiel ist ja grafisch tatsächlich damals auf einem sehr hohen Niveau gewesen. Ich finde, es sieht immer noch fantastisch aus. Jetzt haben wir natürlich auch noch die Defined Edition, aber der einzige wirklich drastische Nachteil, finde ich persönlich, ist, dass die halt echt nicht genug Gesichtsmodelle hatten irgendwie. Die haben hier irgendwie gefühlt drei Typen und eine Frau. So vom Gesichtsmodell. Und das waren nicht die schönsten. Muss man mal so sagen. So, okay, von hier kann man bestimmt über den Zaun springen. Geronimo! Ah, das hat wehgetan. Das hat wehgetan. So, es deucht mich nach einer Cola. Okay. Oh Mann, komm, das hätten wir noch zählen können. Oh, der auch. Okay, also nebenan ist auf jeden Fall einer. So, kann ich hier irgendwie Stromer machen? Nein, kann ich nicht. Oh, da ein Schläger, ey. Stirb. Nein, 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 nein. Das ist nicht gut. Wie kann denn das jetzt sein? Das lief jetzt nicht so gut. Aber cool, es hat tatsächlich den Schläger entschärft. Hätte ich nicht gedacht. Schlüssel. Und hier haben wir noch einen Fakt. So, ich gucke natürlich erstmal nach allen coolen Sachen, die er mir hier versprochen hat. Nicht, dass er sagt, nö, jetzt ist hier nichts mehr da. Geh bitte. Das möchte ich nicht. So, ich hoffe, das macht er vielleicht noch oft. Das wäre cool. So. Naja, so semi-coole Sachen hier drin gewesen. So, Harlan. I wondered what the hell happened to you. I guess it wasn't the dead I smelled, but just the damp and mildew. Come here a second. Grausamer Wisperschläger, Mann, das sind nicht die Waffen, die ich haben will. Name's Harlan. I'm an airline pilot and Pilot. I was staying at the hotel. Okay. I was on my way to the airport and this is as far as I got. So for now, the shack will have to do. I got food, I got water, but the only electricity comes from a gas-powered generator. I need more gas and otherwise I'm gonna be sitting my ass in the dark. Eventually the situation will settle, but until then, you think you could help me out? Was willst du denn haben? Suche zwei Benzinkanister an der Tankstelle und bringe sie zu Harlan. Also, ich muss eh zur Tanke. Mach okay. Ich. Kein Problem. Now down the hill is a gas station. Jetzt wäre höchstens noch die Frage, ob ich tatsächlich das zusätzlich zu den Getränkepacks raufkriege. Schauen wir mal. So, ich muss kurz ein Heilmittel benutzen. Ein schöner Injektor. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wo ist denn jetzt das Map? Jetzt komme ich. So. Weiter geht's. Auf der Tanke. 415 Meter. Let's ride. Also wie gesagt, fahren mit Maus und Tastatur ist schon gewöhnungsbedürftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit einem Controller damals war es wesentlich angenehmer. Aber. Ich habe jetzt auch keinen Bock gehabt, mit dem Xbox-Pad zu spielen irgendwie, dadurch, dass ich ja halt so PlayStation-Controller gewohnt bin. Von daher, wie ist die Hälfte von euch, wird jetzt wieder aufmurren.
Ist mir aber egal. So, okay, hier stehen ein paar rum. Ja, erstmal ein bisschen Klarschiff machen hier. Gut. Oh, scheiße. Oh, bitte nicht festfahren. Schalte A aus. Okay, hier ist alles unter Strom. Ich muss erst den Strom abschalten. Okay. Guck mal ganz kurz, wie es hier loot-technisch aussieht. Okay, egal was da drin ist, es wird nicht freundlich gesonnen sein. So, okay, hier hinten haben wir einen Schalter, aber ich komme wegen dem Strom, glaube ich, nicht ran, ne? Und reinfahren wird wahrscheinlich auch nicht ohne weiteres gehen. Okay, wie machen wir es? Oh, da oben ist einer. Würde es gehen? Naja, nee. Wird auch nicht gehen. Oh, Moment. Wo geht's denn da hin? Shit, ich muss wirklich jetzt hier durch. Ich glaube, ich nehme die mal lieber mit. Ach, der steht da schon auf Abruf. Seht doch, komm. Oh, warte mal, hier können wir nach oben. Schauen wir mal ganz kurz. Wie ich sage, von Abruf kommt er angeschissen. Wo ist er hin? So, ich hab's hier. Nee, es gibt hier auch keine Deckenluke und nichts. Okay. Also wir müssen durch die Tür durch. Das ist schade. So, aber ich werde auf jeden Fall die Gasflasche mit runternehmen. Okay, es kommt der über den Zaun rüber? Können die klettern? Also rennen können sie, das wissen wir. Oh, aber direkt rein. Okay. Gut. Ein Schläger. 20. Nicht gut. So, vielleicht bringt er noch einen schönen Zusatzeffekt. Ja, tut es. Das war schön. Das hatte viel Schönes, Freunde. Schön. Schade, dass jetzt den Zombie da an der Seite nicht noch mit erwischt hat. Stimmt. Wir wollten noch Ninja ansetzen. Sorry. Oh nein, ich kann wie mir. Wieso kann er denn hier nicht mehr hochspringen? Das ist eine unsichtbare Deckenhöhe. Ja, die Zombies haben jetzt schon mehr Power irgendwie. Man merkt es halt schon, ne? Wo ist er? Wo ist er denn? Okay, also die Kleinen sind. Ah, da ist noch einer. Mist. Okay. Gut, wir haben ja hier draußen noch eine Gasflasche. Die holen wir uns mal. Aber wir haben keinen Molotow-Cocktail mehr. Das ist ein bisschen schade. Der würde jetzt voll bringen. Okay, ne, vielleicht können wir sie ja ein bisschen separieren voneinander. Und Radio, habt ihr Bock? Warum hat er denn jetzt gerade keinen Angriff gemacht? Also ich.
schnell weg. Und eine Kelle gekriegt. Aber einen gepflegte. So, kann ich hier nicht den Tomfahrer schmeißen? Ja, kann ich. Sehr schön. Ist da hin. 14. Nee. Fass ich nicht an. So, hier haben wir anscheinend A. A schalten wir jetzt mal ab. A steht für abschalten. So, und ich würde sogar noch so weit gehen, dass ich jetzt sage, ich repariere mal ganz schnell meine auf 26% runter hier kloppte Machete. 270 Dinger. Die hat ja 224. Die Frage ist, wenn ich die jetzt modifiziere. Oh, mit dem Schlitzer. Nein, nein, nein. Das ist alles nur für Baseballschläger. Scheibenkleister. Ihr könnt sie noch modifizieren. Aber das kostet. Wisst ihr, was ich mache trotzdem? Weil vielleicht bleibt die mir noch irgendwie für 1-2 Level jetzt erhalten. Ah, die hat jetzt 100, knapp 180 SPS. Das ist schon gut. Das ist schon. Das zimmert jetzt ganz schön. Ich bin zwar arm wie Sau jetzt, aber hey. Was soll's. So, lass mich raten. Nee, der Strom ist immer noch an. Okay, warum ist der Strom immer noch an? Ach so, jetzt habe ich bestimmt da hinten. So, warte mal, hier kann ich hochklettern. Schwerer Stock, super. Also ein Schlagstock wahrscheinlich, aber hey. Nee, stumpf. Super. So, was bringt mir das jetzt hier oben? Ist hier irgendwie eine Deckenluke? Nee, auch nicht. Was soll denn das? Warum soll ich den nicht rauf können? Warum? Okay, die kommen nachher alle angerannt. Die schneiden gut. Die schneiden gut, sage ich. So, gehen wir nochmal runter, weil ich denke, Fallschaden von dem Dach irgendwie will ich auf jeden Fall kassieren, aber ich komme ja nicht drum rum, merke ich gerade. Oder? Komm hier doch, hier komme ich raus. Okay, also ich muss außen rum. Und vielleicht schaffe ich es sogar in die in diesen Verschlag rein. Hier vorne am Strom vorbei. Ja, sieht gut aus. Kommen die? Nee. So, hier ist auf jeden Fall ein Benzinkanister. Den könnte ich mitnehmen. So, und schalten wir hier noch den Strom aus. Und dann müsste ich wahrscheinlich... aufs Dach kommen, wollte ich gerade sagen, aber nie. Das ist komisch. Okay, egal. Wir schnappen uns jetzt hier erstmal den Benzinkanister und gehen mal schnell erstmal Benzin auffüllen. Ich weiß gar nicht, muss ich jetzt tatsächlich hier nochmal Benzin reinfüllen oder reicht das, wenn ich das einfach jetzt hier mit drauf packe? Sieht, glaube ich, erstmal gut aus. So, warum? Warum? Warum ist da noch Strom? Ist da eine Kiste? Maybe there's something in here. Ah, nee. Einfach nö. Weil ein Schlagstock ist. Und weil er echt günstig ist. So, und hier vorne noch. Oh, hier haben wir was drin. Ach, hier ist oben Benzinkanister. Okay, wir müssen jetzt den ganzen Weg sparen können hier. Oder was? So, Kumpel, wie komme ich zu dir hoch? Ich könnte mit dem Auto vorfahren. Das Problem ist, ich kann aus dem Auto nicht raus. Wer bist denn du? Die hatte ich doch schon mal aufgeräumt. Freund Blase. Verstehe ich irgendwie nicht. Also wir müssen definitiv da oben rauf, weil wahrscheinlich wird da... das Zeug sein, was wir brauchen. Ich könnte probieren, hier mit dem Auto ranzufahren und hier aufs Dach zu springen. Das wird aber wahrscheinlich nicht... Oh, warte mal, ich muss hier oben durch. Ich muss da oben durch und da komme ich da rein. Okay. So, von hier komme ich nicht ran. Ich würde mal tatsächlich das Auto holen, wo das Zeug drin ist. Weil nicht, dass er sich jetzt hier irgendwie respawnt.
Und dann ist hier mein Saftpaket weg. Ein schöner Durstlöscher. Scheiße, ich weiß nicht, Kiba oder was er da für Müll drauf hat. So, okay, wenn ich jetzt hier ranfahre, dann müsste ich doch jetzt wahrscheinlich nicht mehr rauskommen. Doch, es geht. Super. Okay. Und das dürfte doch eigentlich gehen. Jawohl. Und alles klar, wir sind drin. Hier ist das andere Saftpaket. Das kriegen wir natürlich jetzt hallo, eine Menge Schenke. Das kriegen wir jetzt natürlich durchs Dach aber nicht raus. Also wir müssen. Maybe there's something useful. Wir müssen den Weg durch die Tanke nehmen. Und lass mich raten. Hallo? Oh, mehrere Saftpakete. Na, hallo, Jackpot, Freunde. Alkohol, schöne Sache. So, pfeifen wir erstmal kurz einen Energy-Drink rein. Nicht, dass ich hier noch auf dem halben Wege verrecke. So, haben wir noch was? Hier in die Kiste kann ich nicht reinschauen. Ah, Früchte. Okay, über Früchte kriegen wir auch Leben zurück, aber halt ein bisschen weniger. Als über die Zuckerplempe. So, okay. Schön. So, dann fahr ich mal kurz mit dem Auto vor. Aber, Nick muss zwei Packs holen. Okay, zwei reichen. Kann ich denn jetzt hier tatsächlich noch ein weiteres Pack mit reinmachen und im optimalsten Falle noch ein Benzinkanister? Also kann ich vier Sachen auf die Rampe hinten packen? Auf die Ladebordwand? Kommst du her? Ich höre sie. Sehe sie aber nicht. Achso, ist wahrscheinlich der vom Dach. So, okay. Ganz einfacher Test. Ich würde mal sagen, wir checken mal hier vorne den Benzinkanister. So, den nehmen wir mit. Wenn wir den jetzt hier abpacken können. Jo, das sieht gut aus. Schön, das heißt, wir können beide Missionen machen. Das finde ich gut. Das finde ich gut. So, hier, zack, Getränkepaket genommen. Und ab zum Auto. Ich würde aber dennoch kurz mal probieren wollen, irgendwie aufs Dach zu kommen. Können wir denn von hier den Strom abschalten? Gibt es hier noch irgendwo eine Möglichkeit? Nee, aber man müsste ja... Ja, okay, jetzt müsste wieder die Karre dahin fahren. Weil Strom ist noch da. So, warte mal, hier den Kabel hin. Da drüben hier den Kabel hin. Bei wem war ich schon drin? Verstehe ich nicht. Gut, okay, dann bleibt mir wirklich nur der Weg, kurz nochmal mit dem Auto ranzufahren. Sorry für den kleinen Umweg jetzt, aber wir machen es. Wir machen es. Weil hundertprozentig ist auf dem Dach irgendwas cooles. Ansonsten müsste man jetzt nicht diesen Arschaufriss machen. Na naja, ist da wirklich bloß irgendwie ein Paddel oder irgendeine Scheiße. Denn ist aber... Nein. Ach, Menno. Lass mich doch bitte. Ich will aber hier hoch. Ich will aber da hoch. Mann. Oh, so, ein Stück vorfahren. Oder was? So. Und ich bin in die verdammte Wand gestackt. Alter, das ist doch... Und oh. Oh, Mann. Oh, lass das nicht fair, Alter. Das haben wir jetzt 411 gekostet, Alter. Oh Gott. Ach, sie sind scheiße, ey. Oh Mann. Oh, ey, also wenn sich das jetzt nicht lohnt. So, Kumpel. Was ist hier los hier oben bei dir? Wo kommst du? Let me go! Let me go! Okay, ein Schläger. So, okay, den haben wir. Okay, wir haben Molotow-Cocktails hier oben. Hm, okay, ein Collectible gab es hier oben.
Ach, ich bin so niveaulos. Dass mich sowas erheitert. So, nochmal schnell einen Apfel. Auf den Schreck. Ja, ansonsten war das jetzt hier. Ja, Dietrich, Stufe 2 ist natürlich. Ach, Scheibenkleister. Na, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Okay. So, okay, wir fahren jetzt erstmal zu dem einen Siedler da zurück. Alter. Die Steuerung. Oh Gott. So. Und danach können wir tatsächlich zum Rettungsschwimmerturm zurück und dort die Getränkepacks abgeben. Das ist ja ein nettes Easter Egg. Western Europe, Haran. Na, schön. Schöne Anspielung auf dein Gleit. Cool. Weiter geht's. Okay, zack. Und wir sind bei dem Dude. Okay, wir müssen es auch natürlich noch reintragen. Hier gibt es keinen Service und du brauchst dich auch ja nicht bewegen, kein Thema. Und hier hast du Nummer 2. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, irgendwie, was du mir dafür geben möchtest. So. Cool beans. They should keep the lights on for quite a while. Here, take some cash. Wie viel? Ain't doing me any good here anyway. Got another idea for you. 411 habe ich allein bei dem Ding verloren. One of the best ways to take out one of them infected freaks is to set the some bitch on fire. Ja, hab ich schon mal gehört. They turn into crispy critters and that is fucking it for them. I can make a couple Molotovs for you with the gasoline you brought me. You can take out a couple of those bastards at once. All I need are some empty bottles. And if there's whiskey in them, hell, that's even better. Okay. Er macht mir ebenfalls Molotow-Cocktails aus Whisky oder Wodka. Bring me a couple bottles of whiskey or grain alcohol or anything like that and I'll fix you right up. Well, I'm not going nowhere. Get me a couple bottles of whiskey and I'll make you Molotow cocktails. Mhm. Get me a couple bottles of whiskey and I'll make you Molotow cocktails. Ja, da hast du doch. Okay, alles klar. I just need a couple bottles. Hab ich jetzt nicht mehr. Lass mich in Ruhe, Mann. So, okay. Und zurück geht es zu Sinnoy. Ja, ein Wegpunkt wäre schau. Irgendwie. Na gut, okay. Wir kriegen es auch so hin. Sieht schön aus. So, hier vorne haben wir ein fettes Hotel. So, wir müssen aber hier durch den Tunnel. Und ich habe tatsächlich mal festgestellt, dass wenn ich... schade. Zombies überfahre, dass die danach nicht mehr lootbar sind. Wenn die sich gedacht haben, nö, Freundchen, wenn du dir schon so einfach machst, dann kriegst du nicht noch eine Belohnung dafür. Schade. Es gibt wenigstens ein paar XP dafür. Das ist ganz gut. Oh. Sie schafft. I bury you. So, und wir sind am Rettungsschwimmerturm angekommen.